Du hörst gleich den Talk Micro-Architectural Attacks on Trusted Execution Environments, also Attacken auf Mikroarchitektur-Ebene auf Trusted Execution Environments. Wir werden den letzten Begriff nicht übersetzen im weiteren Verlauf. Es übersetzen Christian und Pharmafirma. Well, und damit warten wir jetzt noch auf, dass der Talk losgeht. He was inspired by another talk from the CCC before, I think it was 2009 C3, and his research on smartphones and chips or systems on a chip used in smartphones will answer these questions if we can trust those trusted execution environments. Please give a warm round of applause to Keegan and enjoy. Bitte gebt einen Startapplaus an Keegan und viel Spaß. Consultant with NCC Group, and this is microarchitectural attacks on trusted execution environments. So, in order to understand what a trusted execution environment is, we need to go back into trusted execution environment specifically on Ring 1 and Ring 2. In diesem Diagramm, das hier auf der Folie ist, sehen wir, dass das Privilegienlevel sich erhöht, wenn wir auf einem niedrigeren Ringnummer sind. Und tatsächlich, die ganzen wichtigen Ziele der Angreifer sind in Ring 0. Und die Angreifer versuchen, aus Ring 3 heraus an diese Informationen zu kommen. Was ist jetzt, wenn ich einen Prozessor-Feature hinzufügen möchte, das Also, für Hypervisor gab es ein neues Feature, die können verschiedene Gastbetriebssysteme managen und die sind natürlich alle im Ring 0, darum gibt es einen neuen Ring minus 1, der ist für den Hypervisor. Also alle Geheimnisse vom Hypervisor, die dem Hypervisor gehören, sind auf dem Ring minus 1. Genau, es ist prinzipiell nicht möglich, aus einem weniger privilegierten Ring darauf zugreifen. So you add Ring minus 2, which is jetzt, system management mode. Wenn man noch höheren Access haben will, dann gibt es Ring minus 2, das ist der System Management Modus. Kann zum Beispiel direkt auf den Chip, auf das Management Board und er kann alles Mögliche, was auch der Hypervisor nicht kann. Und der Attack-Ziel ist, dass der Attacker falls Ring minus 2 nicht reicht, dann haben wir noch einen Ring minus 3. Und ja, ich denke, ihr seht, worauf es hinaufläuft. Es gibt immer mehr Ringe und das Ziel des Attackers ist einen immer höheren Ring. Aber was ist, wenn wir denn jetzt unsere Geheimnisse eigentlich gar nicht mehr haben möchten, sondern im User Space, ganz unten, ohne hohe Privilegien. Das ist die Idee von SGX, SGX Extension, Software Guard Extensions, dass man zum Beispiel Keys und Schlüssel und so weiter im User Space haben kann. Wir schauen jetzt mal nur Ring 0 bis Ring 3 an, Kernel bis und mit SGX Enklave. Wenn man Code in der SGX Enklave ausführen will, dann lädt man den zuerst da hinein und ab dann vertraut man der Ausführung, der Code-Ausführung innerhalb von dieser Enklave und man vertraut darauf, dass Kernel, die anderen Ringe und so weiter dann nicht darauf zugreifen können. Man muss dem SGX eigentlich vertrauen. Dieses Modell ist ein bisschen komisch, weil der Angreifer ist in einem Ring oben im Kernel und ausnahmsweise versucht der Attacker jetzt, sich natürlich nach unten vorzuarbeiten, anstatt nach oben, wie es üblich war. Wie sieht es denn zum Beispiel aus mit dem Memory Management? Das ist eigentlich etwas im Ring 0 dafür zuständig.
notwendig und das müsste jetzt da auf Ring 3 zugreifen können. Aber was wir natürlich auch nicht wollen, ist, dass der bösartige Ring 0 auf die im Ring 3 etwas hinzufügen kann. SGX erlaubt dann tatsächlich, dass Ring 0 Page-Faults handeln kann, aber gleichzeitig stellt es sicher, dass weiterhin keine Speicherzugriffsverletzungen passieren können. So it's a bit of a weird convoluted solution. Es ist tatsächlich eine etwas verstrickte Lösung. Es ist nicht mehr sich so klar, dass er hält, aber es funktioniert. Und das war jetzt ein ganz grober Überblick, was die Idee hinter SGX ist. Wir können uns jetzt x86 anschauen und das dann mit ARMv8 vergleichen. Das ist im Prinzip in einem nach einem ähnlichen Konzept gebaut, aber es hat einige Verbesserungen, die x86 nicht hat. Also es hat nur Ring 1 und 2. Also es hat auf jeden Fall verschiedene Privilege-Level für Userland und Kernel. Und bei ARM heißt es nicht Privilege-Level, sondern Exception-Level. Und im Vergleich zu x86 startet ARM bei Level 0 und geht dann weiter nach oben. Das heißt, wir müssen uns da ein bisschen anders merken. So, dann gibt es noch den Hypervisor-Modus, der ist im Exception Level 2 und dann gibt es noch den Monitor, der ist Exception Level 3. An diesem Punkt wollen wir jetzt noch immer die Möglichkeit haben, dass wir Code, den wir vertrauen möchten, im niedrigsten Privilege-Level ausführen, nämlich Exception-Level 0. Und das heißt, wir teilen dieses Diagramm in zwei verschiedene Abschnitte auf. Einmal die Secure World und die Non-Secure World, sichere Welt, unsichere Welt. Wir haben die nicht-sichere Welt, die Unsecure World, auf der linken Seite mit dem Userland-Kernel-Hypervisor und dann haben wir die sichere Welt, die Trusted-Welt mit einem vertrauenswürdigen Anwendungen, vertrauenswürdigen Betriebssystemen. Und die Idee ist im Prinzip, dass man, wenn man irgendwas in der Secure World ausführt, dass es dann nicht modifizierbar ist aus der Non-Secure World. Und das wäre dann hier ein Beispiel. Also der Angreifer hat zum Beispiel Zugriff auf den nicht sicheren Kernel, zum Beispiel Linux, und der versucht dann auf die Trusted-Anwendung in Exception Level 0 zuzugreifen. Also die Frage, die sich dabei stellt, wenn man sich SGX oder Trustzones anschaut, können wir diese Ausführungsmodi nutzen, um die Trusted Execution Environments anzugreifen. Es gab da schon verschiedene Ansätze, zum Beispiel bei Trustzone, einen Clockscrew-Angriff. Im Prinzip gehe ich jetzt in den nächsten Folien über verschiedene Paper durch. Einige davon sind schon etwas älter. Aber ich sage das immer so, dass ihr herausfinden könnt, was alt und was neu war. Und das Clockscrew-Paper ist tatsächlich ziemlich neu, es ist aus dem Jahre 2017 und Clockscrew funktioniert so, dass es von den Energiemanagement-Funktionalitäten des Prozessors nutzt. Und die braucht man, weil der Prozessor den Energieverbrauch den verschiedenen Prozessoren managen muss. Und das heißt, man hat dieses Feature normalerweise, damit man den Energieverbrauch von Prozessoren, die gerade nicht benutzt werden, herunterskalieren kann. Das heißt, man hat zum Beispiel höhere Batterielaufzeit, bessere Performance, hält länger und so weiter. Die Frage ist jetzt, wenn wir zwei verschiedene Kerne haben und einer läuft gerade im nicht-trusted Operating System und der andere führt gerade Code in der Secure World aus, das heißt Code, dem wir vertrauen. Also kann dieses nicht-sichere Betriebssystem trotzdem noch die Energiemanagement-Features für den anderen Kern bearbeiten. Und was die Clockscrew-Attack an der Stelle tut, ist, dass der Kern in der Nicht-Secure-World den Zielkern übertaktet, um Faults zu induzieren. Und das heißt, diese Berechnung auf dem angegriffenen Kern schlägt dann fehl und man kann damit dann irgendwelche geheimen Schlüssel oder Code-Signing oder sowas umgehen. Das ist also eine relativ mächtige Attacke, die ermöglicht wird dadurch,
dass das nicht privilegierte Betriebssystem mächtig genug ist, einige Features von dem Kern, wo gerade das sichere Betriebssystem läuft, zu modifizieren. Dies ist eine aktive Attacke. Der Attacker muss aktiv etwas machen. Ich stelle euch jetzt eine passive Attacke vor und dann. And that also is the sort of attack that we'll be considering for the rest of the presentation. Genau, der Rest der Präsentation ist eine passive Attacke. In vielen SGX und Trust Zone Implementationen teilen sich vertrauenswürdiger und nicht vertrauenswürdiger Code dieselbe Hardware, zum Beispiel Register und so weiter. Die Änderung, die der sichere Code gemacht hat, kann man also auch irgendwie in der unsicheren Zone sehen. Zum Beispiel ein Cache, der unsichere Code kann halt herausfinden, was der sichere Code im Cache gemacht hat. Das ist so, wie eine Side-Channel-Attacke oder ja, Seitenkanal-Attacke funktioniert. We've already talked about how Intel and SGX addresses the problem of memory management. Wie Memory Management funktioniert und wie es wird eigentlich verantwortlich wäre, dass das nicht funktioniert, solche Attacken. Und wie ist es denn jetzt mit Side-Channel-Attacken? Wie wird dagegen geschützt? Intel sagt gar nicht. Wir haben diese Art von Angriff wird nicht abgedeckt. Das ist Aufgabe des Entwicklers, dies abzudecken. Das ist eine gute Neuigkeit für uns, weil solche Side-Channel-Attacken sind sehr machtvoll und es hilft uns, dass wir vorwärts kommen und es wird wahrscheinlicher, dass wir das erreichen können. Just take a look at cache attacks in general to make sure that we all have the same understanding of how cache attacks. Cache Attacken allgemein an, damit wir alle dasselbe Verständnis davon entwickeln, wie das funktioniert. Fangen wir an und schauen uns nochmal kurz an, wie Caches funktionieren. Also wir brauchen Caches in Prozessoren, weil Hauptspeicherzugriffe langsam sind. Und wenn wir einen normalen Hauptspeicher anfassen, dann dauert es eine Zeit, bis das tatsächlich zum Prozessor kommt. Und der Cache existiert als eine Schicht zwischen Hauptspeicher und Kern, um sich zu merken, was diese Information war. Und das heißt, wenn der Prozessor nochmal was von dieser Adresse braucht, dann lädt er es einfach nur noch vom Cache und dieser Zugriff geht dann deutlich schneller. Das heißt, der Cache beschleunigt den Speicherzugriff transparent. Und wenn wir dann eine andere Adresse zugreifen wollen, dann wird die auch in den Cache gebracht und dann ab dem zweiten Mal schnell gelesen. Und das geht immer so weiter. Und wie ihr euch denken könnt, für diese ganzen Beispiele haben sich diese Speicherboxen horizontal bewegt. Die waren immer in derselben Welt. Und das besteht in Caches durch sogenannte Sets. Das heißt, es gibt vier verschiedene Set-IDs und jede Adresse im Speicher mappt auf eine verschiedene Set-ID. Und das heißt, in ein Set kommen immer nur Adressen mit der jeweiligen Set-ID. Das heißt, wenn wir Adressen haben, die auf verschiedene Set-IDs mappen, dann überlappen die sich nicht im Cache und nehmen sich nicht gegenseitig den Platz weg. Aber was machen wir jetzt mit Speicherboxen, die tatsächlich dieselbe Cache-ID haben und der Cache voll ist? Wenn der Cache nicht voll ist, dann wird der Cache einfach weiter gefüllt. Aber die Anzahl an möglichen Einträgen in einer Set-ID ist die sogenannte Assoziativität des Caches. Und das sehen wir hier in diesem Cache an der Anzahl an Spalten in dem Cache. Das heißt, was wir hier sehen, ist ein Zwei-Weg-Satz-assoziativer Cache. Und das heißt, was passiert jetzt, wenn wir jetzt einen Konflikt in dem Cache induzieren? Das heißt, zum Beispiel in die oberste Cache-Line jetzt was reinlesen. Dann müssen wir eine alte Speicherbox aus dem Cache verdrängen und dafür die neue Adresse oder Box reinladen. Und wie wählt man dann die
die Cachebox aus, die entfernt werden soll. Das ist ein Policy-Detail und für diesen Vortrag denken wir uns einfach, das ist zufällig. Aber das heißt, wenn wir jetzt wieder die andere Adresse lesen wollen, dann müssen wir das wieder verdrängen und die alten Daten wieder in den Cache reinbringen. Das ist quasi wie Satz-assoziative Caches funktionieren. Es gibt zum Beispiel die Flush-and-Reload-Attacke. Und wir haben zwei verschiedene Prozesse, den Angriffsprozess A und den Victim-Prozess, also Opferprozess V. Und da gibt es eine ganze Reihe von Szenarien, wie zum Beispiel Page-Deduplikation in virtuellen Maschinen oder Copy-and-Write-Libraries. Das Wichtige ist, dass sie sich einen Teil vom Code teilen. Das heißt, Code wird sowohl von dem Prozess A als auch dem Prozess B referenziert. So, wir starten jetzt beim leeren Cache und das heißt, der Angreifer lässt erstmal das Opfer ein bisschen ausführen. Und das heißt, Daten aus dem Hauptspeicher werden in den Cache gebracht. Und die zweite Phase von der Attacke ist dann die sogenannte Reload, also Wiederladephase, wo der Angreifer wieder einen Speicherzugriff macht auf Speicher, den auch das Victim lädt und schaut, ob die Daten aus dem Cache geladen wurden oder aus dem Speicher. In dem Fall wurden die Daten aus dem Speicher geladen. Es hat lange gedauert und der Angreifer kann dadurch herausfinden, dass die Adresse, die er gerade geladen hat, nicht im Cache war. So, wenn er aber die Adresse 1 lädt, sieht er, dass dass der Ladevorgang schnell passiert. Das heißt, der Angreifer sieht, dass die Daten im Cache waren. Weil eben der Angreifer vor der Ausführung vom Victim-Prozess alle Daten aus dem Cache geflasht hat, also verdrängt hat. Und das heißt, so kann der Angreifer herausfinden, welche Speicheradressen der Opferprozess tatsächlich zugreift. Und das heißt, wir spielen das jetzt immer so weiter. Das heißt, der Angreifer flasht den Cache, lässt das Victim ausführen und guckt dann wieder, welchen Speicherbereich das Victim angefasst hat. Wir gehen da jetzt nicht zu sehr ins Detail, aber es gibt noch andere Angriffe. Statt dass man Load-Instruktionen benutzt, kann man einfach auch zweimal flashen. Denn Flash-Instruktionen dauern länger und die brauchen länger, dauern genau dann länger, wenn Daten in dem Cache waren. Dieser Zeitunterschied kann man nutzen. Das heißt, diese ganzen Attacken basieren darauf, dass Angreifer und Opfer einen Codebereich teilen. Jetzt gibt es aber auch den Fall, wenn sich Codebereiche nicht teilen, und da gibt es die sogenannte Prime and Probe Attack, die auch wieder in zwei Stufen funktioniert. Das heißt, im ersten Schritt primet der Angreifer den Cache, das heißt, er lädt Speicher den Cache voll mit Daten, die ihm gehören. Und dann, wenn der Opferprozess einen Speicherzugriff macht und Speicher zugreift, der dem gehört, dann muss eine Verdrängung stattfinden. Und in dieser zweiten, jetzt kommt die zweite Phase, in der der Angreifer die verschiedenen Cache-Einträge mit ihren Set-IDs vergleicht und checkt, ob das noch die gleichen Daten sind, die er mal reingeladen hat. Und in dem Beispiel checkt der Attacker zum Beispiel erst Adresse 3, Zugriff ist schnell, sieht, dass im Cache ist, und wenn der Angreifer aber Adresse 7 zugreift und das lange dauert, weil wir erst die Verdrängung haben, wissen wir, dass der Victim-Prozess diese Adresse angefasst hat. Das heißt, der Angreifer kann herausfinden, dass das Opfer irgendetwas in dieser letzten Set angefasst hat. Und kann jetzt noch nicht sagen, was die Inhalte waren, aber er kann sagen, welche Set-ID das war. Also, das Wichtigste in Kürze. Caches sind sehr wichtig für die Performance auf Prozessoren. Sie machen einen sehr hohen, es gibt einen riesen Speed-Unterschied, Geschwindigkeitsunterschied, ob man einen Cache hat oder nicht. Aber der Nachteil ist, dass dieser große Zeitunterschied es auch erlaubt, einem Angreifer herauszufinden, was ein Opferprozess im Cache gerade benutzt hat. Bei den vorgestellten Attacken, und etwas Wichtiges, was man im Kopf halten muss, ist diese Cache-Attacken. Wir wissen, was der Opferprozess angeschaut hat, aber nicht was. So.
So what does an example trace also, of these attacks look like? Wie sieht so eine, wie sieht das so etwas aus, wenn wir das als Bild darstellen? In diesem Bild sehen wir eine horizontale Achse, das ist die Zeit. Also jede Spalte ist eine zeitliche Iteration, eine zeitliche Messung von der Probe-Attacke. Und die vertikale Achse sind die Set-IDs aus dem Cache, die verschiedenen Orte im Cache. Und ein Pixel ist weiß, wenn das Opfer darauf zugegriffen hat in dieser Zeitspanne. Man sieht also in dem Muster quasi, wie das Opfer auf den Speicher zugreift. In diesem Beispiel geht es um eine AES-Verschlüsselung, welche ca. 20 Mal ausgeführt wurde. Und man sieht, dass sich das Ganze immer wieder wiederholt, weil man sieht wiederholende Zugriffsmuster im Cache. Wir wissen, können jetzt also herausfinden, was das war. Aber was hat das jetzt mit AES selber zu tun? Wenn wir jetzt dasselbe AES nehmen, aber einen anderen Schlüssel mit AES, dann gibt es ein anderes Muster. Also nur dadurch, dass sich der Schlüssel geändert hat, hat sich das Zugriffsmuster verändert. Wir wissen also, dass im Key einen Teil, wenn wir genug solche Änderungen haben, dann können wir etwas auf den Schlüssel, auf den Key schließen. Und wir wollen halt jetzt möglichst nahe herausfinden, was dieses Geheimnis dieser Schlüssel ist. Wie können wir jetzt diese Attacken klassifizieren? Wir brauchen eine Metrik. Wir definieren die als räumliche Auflösung, zeitliche Auflösung und Noise. Wörtliche Auflösung, wie genau wissen wir im Speicherbereich, zum Beispiel wissen wir es auf 1000 Bereich genau oder wissen wir auf 12 Bytes genau, wo das Opfer zugegriffen hat. Zeitliche Auflösung, sehr ähnlich, wie genau können wir das in der Zeit sagen? Haben wir das auf die Millisekunde genau oder dann wissen wir viel mehr, als wenn wir das nur alle eine Sekunde wissen. Also je kürzer diese Zeit ist, desto besser wird die zeitliche Auflösung. Und so gibt es quasi ein besseres Bild von den Cache-Zugriffen. Das letzte ist Noise oder Lärm. Wie genau sind denn unsere Werte innerhalb dieses Caches? Wir können False Positives oder False Negatives haben mit diesen Attacken, die ich vorgestellt habe. Und das müssen wir uns im Hinterkopf behalten. Das waren Cache-Attacken ganz kurz gefasst. Das ist tatsächlich alles, was ihr wissen müsst, um jetzt die Attacken auf SGX und Trustzone zu verstehen. Die erste Attacke, die wir uns anschauen, ist eine sogenannte Control-Channel-Attacke auf SGX. Das ist tatsächlich nicht unbedingt eine Cache-Attacke, aber wir können sie tatsächlich auf die gleiche Weise analysieren. Also es lohnt sich trotzdem, es mal anzuschauen. Wenn ihr euch erinnert, dann die Memory-Management bei SGX funktioniert. Das heißt, wenn ein Page-Fault in der Enclave passiert, dann wird dieser Page-Fault ja vom Kernel in Ring 0 gehandelt. Das heißt, der Kernel muss wissen, welche Page jetzt reingepaged braucht, damit die Enclave weiter ausführen kann. Und in der Control-Channel-Attacke gibt es, was der Angreifer da tut im nicht vertrauten System, ist, dass er jede andere Page von der Enclave außerhalb, also Page-Faults erzeugt, sobald die Page eine von diesen Pages zugreifen möchte. Und das heißt, das Betriebssystem kann herausfinden, welche Pages das war. Das Betriebssystem bekommt eine Liste von sequentiellen Speicherzugriffen
Und this is a very general attack. You don't need to know what's going on in the enclave in order to pull this off. You just load up an arbitrary enclave and you're able to see which pages that enclave is trying to access. So how does it do on our metrics? First of all, the spatial resolution is not great. We can only see where the victim is accessing within 4096 bytes, or the size of the full page. Because SGX obscures the offset in the page where the page fault occurs. Beim Page Fault nicht, the temporal welcher resolution offset is war. Good, but not great, because die zeitliche Auflösung ist gut, aber nicht besonders gut, denn wir sehen zwar die sequentiellen Zugriffe auf verschiedene Seiten, aber wir sehen nicht die sequentiellen Zugriffe auf die eine Seite, denn wir müssen die ja reingepaged lassen, solange so, temporal resolution is good, but not perfect. Das heißt, but the noise gut, is, there is no noise attack. Because no matter where the page fault occurs, the untrusted operating system is going to capture that page fault and is going to handle it. So it's very low noise, not great spatial resolution, but overall still a powerful attack. Ja, also insgesamt schon eine, but we still want to improve on that spatial resolution. Aber we want to be able to see what the enclave is doing at greater than a resolution of one page of 4 kilobytes. Eine bessere Auflösung haben so als, that's exactly what the cache zoom paper does. Das ist, and instead was of interrupting the SGX enclave execution with page faults, anstatt die, it uses timer interrupts. Because the untrusted operating system is able to schedule when timer interrupts occur, um einen Austritt aus der Enclave zu forcieren in den Kernel rein. Und wir können die timer interrupts sehr häufig auftreten lassen, sodass wir eine sehr hohe zeitliche Auflösung bekommen. Und was tatsächlich zwischendurch passiert, ist, dass das Betriebssystem, wenn der Time Interrupt feuert, die Prime and Probe Attacke fährt auf den L1 Cache. Und diese Attacke lässt den Angreifer dann sehen, now this attack welche can be easily modified to use die, the L1 instruction cache. Die Enclave so dann gerade zugegriffen hat. Das kann man auch auf den Instruction Cache erweitern. Das heißt, man erfährt nicht nur, welchen Daten die Enclave zugegriffen hat, sondern tatsächlich auch welche Instructions. Und das ist dann doch etwas allgemeiner und auf jeden Fall auch deutlich mächtiger. Hinsichtlich der Metriken sehen wir, dass die räumliche Auflösung deutlich besser ist. Nur noch die Größe einer Cache-Line, also 64 Byte. Und die zeitliche Auflösung ist nach dem Paper fast unlimitiert, denn der bösartige Kernel kann die Timer-Interrupts sehr, sehr nah beieinander platzieren und so sehr, sehr kleine Zeitabschnitte von der Anwendung vermessen. Und die Noise ist tatsächlich immer noch relativ niedrig, denn it's useful, the chances of having a false positive or a false negative are low. Die Chancen von einem false positive oder negativ sind gering. We can also look at trust zone attacks. Wir können so auch far the trust zone attacks, passive attacks have been against betrachten. SGX. Die ganzen Attacken, die wir bisher betrachtet haben, waren ja alle gegen SGX. So what are the published attacks on trust zone? Ja, well, da there's ist ja auch interessant, spy, was die kind of veröffentlichten Attacken auf Trust Zone sind. Eine heißt True Spy, die ist konzeptionell relativ ähnlich zur Prime and Probe Attacke, zur Cache Zoom Attacke, die auch auf den L1 Datencache abzielt und anstatt den Opferprozess die ganze Zeit zu unterbrechen, verführt die TrueSpy-Attacke den Prime-Step, dann eine volle AES-Verschlüsselung und dann ein einmaliges Probe. Warum machen sie das? Die Secure World ist geschützt und ist nicht unterbrechbar. Das heißt, die Autoren können from that noise. Trotzdem Statistik and their verwenden, methods were so powerful, they're able to do this from an unprovoked application in user land. So they don't even need to be running within the kernel in order to be able to das heißt, sie müssen nicht mehr im Kernel laufen, um diese Attacke so zu fahren. How does this attack measure up? The spatial resolution is wieder die Metriken, die räumliche Auflösung ist auf dem Prozessor, auf dem das gemacht wurde, auch wieder 64 Byte, weil das auch wieder die Cache-Line-Größe ist. Die zeitliche Auflösung ist relativ schlecht, weil wir nur eine einzige Messung pro Ausführung bekommen, eben weil sie nicht interruptible ist und sie ist relativ noisy, also leider unter relativ hoher Noise, weil sie eben vom Userland ausgeführt wird. Aber selbst wenn wir das vom Kernel aus machen, hätten wir immer noch mögliche False Positives oder Negatives.
Also, wir würden das gerne ein bisschen verbessern. Also, wie können wir diese zeitliche Auflösung verbessern? Wir möchten da ein bisschen näher an SGX herankommen, an die, ja, die zeitliche Auflösung soll verbessert werden. Die sichere Welt ist geschützt und nicht unterbrechbar. Dazu gehen wir jetzt zurück auf dieses Diagramm. Es ist wahr, dass wenn ein Interrupt auftritt, dann geht das zum Monitor. Der Monitor ist in der sicheren Welt, das ist auf Exception Level 0 und geht zur Exception Level 3. Das hilft uns nicht notwendigerweise weiter, aber wenn wir einen Interrupt setzen, dann können wir unseren Programmfluss in den nicht vertrauenswürdigen Code umleiten. Theoretisch. Praktisch hat das Linux ein EL1 in der nicht sicheren Welt. Und so können wir jetzt nicht sichere UOS schreiben. Wir können die Tastenattack verbessern, indem, ja, mit folgender ID, ein Core führt den sicheren Code aus, der andere den unsicheren. Der nicht sichere schickt einen Interrupt an der sicheren. Das gibt uns eine Überlappung von Attacker und Victim. Und wir haben jetzt diese beiden Cores, Attack und Victim Core. Der Interrupt wird aufgenommen vom Monitor. Das gibt ihn weiter ans nicht sichere OS, Betriebssystem. Und da geht es dann weiter an den Angriffscode. In der sicheren Welt wird dann irgendwann weitergemacht und wir wiederholen das, bis wir genug Daten haben. So, wir haben jetzt eine bessere, einigermaßen gute oder fast unlimitierte zeitliche Auflösung anstatt nur eine pro Ausführung. Wie sieht es denn mit dem Noise aus? Das wollen wir auch noch verbessern. Dann kriegen wir quasi ein klareres Bild und sehen unsere Geheimnisse besser und klarer. Wir können im Kernel die Messungen ausführen, aber alternativ können wir auch andere Counter benutzen. Es gibt Performance Counter für die verschiedene Events wie Cache Misses und in einem typischen Cache-Szenario haben wir keinen Zugriff, darum wurde es auch noch nicht so im Detail angeschaut bis jetzt. Und wir in einer privilegierten und unprivilegierten Welt haben wir aber Zugriff auf diese. Wir können also einen sehr genauen Counter darüber, ob es ein Cache-Miss oder ein Cache-Hit war. Etwas, das man betonen sollte, vielleicht wollte diese RMV8-Counters benutzen. Wenn wir die starten aus der unsicheren Welt und wenn die sichere Welt einsetzt und wieder aussetzt, dann wollen wir eigentlich wissen, wie viele Code-Instruktionen von der sicheren Welt ausgeführt wurden. Leider hat ARM daran gedacht und hat das schon. Also unter ARM ist es nicht möglich, diese Event-Counter aus der unsicheren Welt heraus zu programmieren und dann in der sicheren Welt weiterlaufen zu lassen. Unter ARM v7 geht das aber noch. Dann ist es auf jeden Fall noch etwas genauer anschauen. Wir können jedenfalls dann mit dem Performance-Counter weiter die Prime-and-Probe-Attacke benutzen, um herauszufinden, was denn tatsächlich im Cache so abgeht an der Stelle. Und
dadurch, dass wir die Wahrheit ja direkt aus den Performance-Countern rausbekommen, also direkt vom Prozessor gesagt bekommen, was da passiert, haben wir minimales Neues und ansonsten auch sehr gute Metriken. Wie implementiert man dann diese ganzen Attacken? Wir müssen ja tatsächlich auch mal bauen. Das heißt, das Ziel ist, diese Attacken auf Trustzone zu implementieren. Und normalerweise ist ja das Betriebssystem in der nicht sicheren Umgebung Linux-basiert, und das werden wir nutzen. Wir werden also ein Kernelmodul schreiben, das Performance-Counter benutzt und Inter-Processor-Interrupts, also Interrupts, die einen Prozessor an den anderen schickt, um diese Attacken durchzuführen. Das heißt, und wir betrachten hier jetzt erstmal das Nexus 5X, aber dadurch, dass wir hier diese Situation haben mit Linux als nicht sicheres System und ein generisches Kernelmodul, können wir das leicht auch auf ein anderes System portieren. Und so können wir dann eben die Cache-Attacken auf vielen verschiedenen Plattformen tatsächlich zur Anwendung bringen. Wir limitieren dadurch, dass wir die Kontrolle im Kernel haben, die Sammlung von diesen Messwerten auf die Zeit, während die sichere Welt läuft. Das heißt, wir haben etwas weniger Neues und eine klare Aufteilung. Und wir können tatsächlich auch mehrere Attacken parallel auf verschiedene Cache-Teile fahren. Also zum Beispiel eine Attacke, die parallel sowohl den Data-Cache als auch den Instruction-Cache anschaut. Und man kann sich die nebeneinander anschauen, zum Beispiel in dem Tool, das ich geschrieben habe, das das eben diese beiden Sachen dann auch nebeneinander anzeigen kann. Dieses GUI-Tool kann dann eben mit dem Kernel-Modul interagieren zeigen, the intention behind this tool is welcher Code oder welche, wie das im Speicherbild aussieht, das vom Secure World Code angefasst war. Die Idee ist, dass man eben diese Methode leicht wiederverwendbar macht und so möglichst viele Plattformen angreifen kann und überprüfen kann, ob ihr Code auch anfällig ist für diese Art von Attacken. Die Frage ist auch noch, können wir noch bessere räumliche Auflösungen erreichen? Wir sind ja im Moment limitiert durch die Größe der Cache-Lines, also 64 Byte, aber bei SGX können wir tatsächlich noch genauer werden als 64 Byte. Und das geht mit sogenannten Branch-Shadow-Attacken bei SGX. Es gibt im Prozessor einen sogenannten Branch-Target-Buffer, der für die Verzweigungsvorhersage im Prozessor, also wo der spekuliert, wo die Ausführung als nächstes weitergeht, wird er dafür benutzt. Und dieser Buffer ist ähnlich zu einem Cache, aber vergleicht nicht die volle Adresse. Und das heißt, dieselbe Adresse wird für eine eigentlich inkorrekte Adresse ausgelesen. Und das ist nur für Branch Prediction, also Vorhersage, und das heißt, das ist in dem Fall okay. Und die Branch Shadowing Attacke nutzt diese Überlappung, um eine geteilte Codezelle auf dem Branch Target Buffer auszuführen. Also wenn der Angreifer im SGX in der Enklave etwas ausführt, dann hoffen wir, dass die Ausführungsvorhersagen sich überlappen mit etwas, das nicht in dem SGX drin ist. Der Angreifercode könnte also so möglicherweise das quasi die Code-Ausführung vom Opfer vorhersagen, indem er diese Attacke anwendet. Die räumliche Auflösung ist fantastisch. Wir können individuelle Branches detektieren. Wir wissen, welche erste ausgeführt wurde, was nicht. Die zeitliche Auflösung fast unlimitiert, weil wir auch die Timer-Interrupts verwenden können. Und das Noise ist sehr tief, weil wir halt diese Branch-Mist-Prediction-Counters verwenden können. Also
Wie sieht das jetzt mit TrustZone-Attacks aus? Kann man das übernehmen? Hier wird der BTB nicht geteilt, der Branch Target Buffer, und aber es ist eigentlich wie die früheren Cache-Tags. Wenn die, wenn Attacker und Angreifer und Opfer Memory-Teile teilen, dann funktioniert es. Wie sieht das jetzt dann mit dem BTB-Cache aus in ARM-Prozessoren? Was wir eigentlich machen, ist, wir füllen quasi den BTB-Cache mit Voraussagedaten, dann lassen wir das Opfer etwas ausführen, was halt den BTB füllt, und der Attacker, der Angreifer, füllt dann nochmal seinen Code aus, und dann sieht man, ob es falsche Vorhersagen gegeben hat. So, das ist jetzt exakter als aus dem Cache, anstatt der BTB hat 2048 Sets und der Cache hat nur um die 200 irgendwas. Und so kann man das halt viel genauer vorhersagen. Im Nexus 5S, wo ich damit arbeite, ist die Granularität nicht mehr 64 Byte, sondern 16 Byte. So sehen wir, welcher Ast aus dem vertrauenswürdigen Code ausgeführt wurde, auf 16 Byte genau. Was heißt das jetzt? Mit der ersten Attacke haben wir quasi eine Messung gemacht von diesen 256 Sätzen. Und mit Interrupts in den können wir die zeitliche Auflösung vergrößern, dann sieht das circa so aus. Ihr seht, oben hat es kleine weiße Punkte. Und das heißt, das ist dann die gleiche Cache-Zeile, aber ja, die immer wieder aufgerufen wird. Und so kann man halt sagen, was der Prozess gemacht hat. Die BTB-Attacke sieht jetzt so aus. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Also wir schauen uns diesen kleinen Teil da an. Der sieht so aus. Das weiße Pixel ist ein Ausführungssprung, der quasi genommen wurde. Wir sehen eigentlich quasi die verschiedenen Funktionen, wie sie aufgerufen wurden. Und das gibt uns halt sehr viele Informationen darüber, was die sichere Welt macht. Das ist sehr mächtig und wird in den neuen Tools verwendet. Was kann man dagegen tun? Also, die einzig gute, wirklich gute Lösung ist, dass man Hardware nicht teilt. Man muss für sensitive Operationen separate Hardware benutzen. Man sieht das schon in verschiedenen Smartphones, zum Beispiel in Apple SoCs, Systems on Chip. Oder das hat seinen eigenen Cache, die ist secure, die sichere Enklave darin hat einen eigenen Cache und so weiter. Und wenn man das schließt eine ganze Klasse von Side-Channel-Attacken aus, indem man separate Hardware hat. Das Pixel 2 geht in eine ähnliche Richtung, hat Hardware-Schutzmodelle und der hat auch eigene Caches für den sicheren Bereich. Und so, ja, ist es halt immer schwieriger herauszufinden, was in diesem Hardware-Modul vor sich geht. Und wenn wir das, auch wenn wir das nicht haben, dann können wir trotzdem, also wir machen mehr Code in die externe Hardware auslagern, aber andererseits möchten wir halt, je mehr es ausgelagert wird, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass ein Angriffscode ausgelagert wird. Also, das ist auch immer die Frage, was dann tatsächlich alles drin ausgeführt wird in der Ausführungsumgebung, der Code, kryptografischen Code und so weiter.
Kurzfristig müssen wir aber einfach seitenkanalfreie Software schreiben. Also Software, die nicht anfällig ist für Seitenkanalattacken. Wir müssen sehr vorsichtig sein, was unsere Software tut, also ob sie abhängig von dem Geheimnis, das wir versuchen zu schützen, ihr Ausführungsverhalten ändert, also bestimmte Branches nimmt oder nicht nimmt oder bestimmte Speicherbereiche anfasst oder nicht anfasst. Hierbei gibt es ein paar offensichtliche Limitierungen, zum Beispiel, dass Performance in den allermeisten Fällen abgewogen werden muss gegenüber der Sicherheit vor Seitenkanalangriffen, die man bekommt. Die Trusted Execution Environments schützen auch nicht vor allem. Also es gibt immer noch mikroarchitekturelle Attacken, Attacken auf Mikroarchitekturebene, die machbar sind. Die Attacken, die wir hier gezeigt haben, sind auch sehr mächtig und auch relativ einfach aufzusetzen und zu fahren. Das heißt, ihr könnt das auch leicht auf euren eigenen Code anwenden und das überprüfen. Zuletzt ist das Problem, dass es nur einen einzigen kleinen Fehler benötigt in dem Code, der auf irgendeine Art und Weise von dem zu schützenden Geheimnis abhängt, deswegen dann nicht mehr seitenkanalfrei ist, um das Ganze zu Fall zu bringen. Das heißt, worauf es mir ankommt, ist klarzumachen, dass ihr als Entwickler dazu verpflichtet seid, euch um diese Seitenkanalattacken zu kümmern. Sonst wird es keiner tun. Danke. Thank you very much. Please, if you want to leave the hall, please do it quiet and take all your belongings with you and respect the speaker. Wenn ihr rausgehen wollt, tut das doch bitte ruhig. Wir haben jetzt 17 Minuten für Fragen und Antworten. Geht doch bitte zum Mikrofon. No questions from the signal angel. Es gibt noch keine Fragen von den Signalengeln. So we can start with microphone 6, please. Also wir starten mit Mikrofon 6. Es gab ein Symbol von Secure oder SS in der Trust Zone. Also bei ARMv8 gibt es verschiedene Arten von Interrupts. Wenn ich mich richtig an die Terminologie erinnere, gibt es einen IRQ und einen IFU-Interrupt und der Secure Mode handelt die FIU-Interrupt. Und es hängt dann halt von dem Interrupt-Typ ab, welcher der beiden Kernel oder halt entsprechend Welten den Interrupt erhält. Hat jemand? Ist eine dieser präsentierten Attacken, geht die auch auf AMD-Implementationen von Trust Zones? Ich habe mir AMD noch nicht so genau angeguckt, denn soweit ich sagen kann, ist es einfach nicht so häufig verwendet, aber es gibt ziemlich viele verschiedene Trusted Execution Umgebungen und wir haben uns hauptsächlich auf SGX und Trust Zone beschränkt, denn das halt einfach die am weitesten verbreiteten Technologien sind. Wenn Trust Zonen verschoben werden, auf eine dedizierte Hardware verschoben werden, könnte man die User-Space-Attacken replizieren, indem man eigenen vertrauenswürdigen User-Space-Code ausführt darin? Ja, wenn man tatsächlich seinen eigenen Code da draufladen kann, dann könnte man das tun. Aber auf den meisten Modellen, die es heute gibt, wird da zum Beispiel Code Signing als Mitigation eingesetzt, sodass nicht einfach jeder da Code ausführen kann und eben die eigene Enclave nicht als Orakel benutzen kann. Einige dieser Attacken sind mehr oder weniger mächtig gegen SGX oder heißt das jetzt, dass die Trusted Execution Environments ein attraktives Ziel sind? Es gibt tatsächlich schon einen Vorteil davon, die zu nutzen, aber der Punkt, den ich vermitteln wollte, war, obwohl sie eine ganze Reihe an interessanten Features bereitstellen, schützen sie es halt eben nicht vor den Attacken, die ich präsentiert habe. Das heißt, man muss sich bei der Entwicklung dessen bewusst sein. AMD
macht etwas mit verschlüsseltem Speichern und ich bin nicht sicher, ob sie auch die Adressen verschlüsseln, aber wäre das eine Verteidigungsmöglichkeit? Also nochmal, ich kenne mich bei AMD nicht so genau aus, aber SGX verschlüsselt tatsächlich auch Speicher, nämlich bevor es die CPU verletzt, also nach dem Last Level Cache. Aber als der Angreifer interessiert uns eigentlich gar nicht so genau, welche Daten da drin liegen, sondern eben nur, welche Cache-Line es war. Wenn man Adressen verschlüsselt, würde das helfen? Ich wüsste jetzt nicht, wie man die Adressen selber verschlüsselt, denn solange die Adressen auf dasselbe Set fallen wie das Opfer, kann das Victim halt die, also könnte man dieselben Attacken fahren. Hat die sichere Enklave in Samsung auch eine, also kann man wissen, was die sichere Enklave als Wert zurückgeliefert hat? Also es geht um die Truth-by-Attacke. Also ich glaube, das wäre implementationsabhängig. Solange es reproduzierbar in bestimmten Schlüssel verwendet, dann wäre diese Attacke dafür geeignet. Kannst du eine Referenz empfehlen, um diese Cache-Branches und so weiter besser zu verstehen? Ich kann hier mal kurz über die Referenzen gehen. Also ich habe zahlreiche Referenzen drangehangen zu den verschiedenen Attacken. Könnt ihr im Video direkt sehen, ansonsten ladet euch die Folien runter. Und viele von denen beinhalten sehr gute Ausgangspunkte. Das Truth-by-Paper erklärt das jetzt auch nicht direkt, aber es gibt auch wieder sehr gute Ausgangspunkte, um sich da weiter zu informieren. Meine Frage ist sehr ähnlich. Ja, wie hart ist es denn effektiv, es einen Schlüssel herauszufinden? Ist das ein riesen Machine Learning Problem oder kann das auf einer kleinen normalen Maschine gemacht werden? Das ist auch wieder sehr implementierungsabhängig. Ist letztendlich immer auch abhängig von der Software, die man da angreift und wie stark die Daten liegt und wie leicht das dann eben über die Neues hinweg zu sehen ist. Die STX Fault Injection Attacke zum Beispiel braucht relativ viel Brute Force und relativ viele Rechenressourcen, um das zu machen, aber generell, je feiner die Auflösung ist, desto leichter ist die Attacke. So, we have one more. Microphone number one, please. So, I hope it's not a too naive question, but ich hoffe, es ist nicht zu naiv, meine Frage. Ich frage mich, all diese Attacken sind auf Cache-Misses basierend. Ist es möglich, den Cache zu flushen oder da Noise quasi hineinzufügen, um quasi... kann das Opfer quasi etwas machen, Neues und so weiter, um den Attacker auszutricksen? Ja, das ist tatsächlich möglich und das ist auch komplett richtig. Also die Attacke wird dadurch schlechter. Das heißt, wenn wir in der Anwendung jedes Mal den Cache flushen oder Neues einfügen, dann macht das die Attacke sehr viel schwerer, erfordert mehr Rechenressourcen. Aber letztendlich hat man damit den Trade-off zwischen Performance und Sicherheit. Wie gut sind wir jetzt wirklich geschützt vor so einer Ring Null Corporation? Weil wenn wir sehen, wie schlecht unsere Browser geschützt sind, denn wie sehr können wir dann, also der
Die Frage ist, warum, ob das ein realistisches Angriffsmodell ist, dass wir immer Kooperation vom Kernel brauchen, weil nur dann geht die Noise ja so weit runter. Aber ja, es gibt tatsächlich Szenarien, zum Beispiel bei DRM oder sowas, wenn der Angreifer tatsächlich einfach der User ist und ein geroutetes Telefon hat, um die DRM-Keys aus dem Trusted Execution Environment zu extrahieren, dann ist tatsächlich unser Angriffsmodell, dass der Kernel bösartig ist, in anderen Fällen nicht. Das hängt dann halt eben vom Angriffsmodell ab. Aber diese Danke für den guten Tag. Kurze Frage. Hast du Erfolgsstories quasi über den Angriff dieser Trust Zone? Oder ja? Keine, die ich zu diesem Zeitpunkt jetzt veröffentlichen möchte. Oh, thank you very much. Please, again, a warm round of applause for Keegan. Dankeschön. Wieder einen großen Applaus an Keegan. Und damit verabschieden sich aus der